und willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video soll es mal darum gehen, wie man einen Pitbike-Vergaser reinigt und einstellt. Warum ich dieses Video mache, ist erstmal, weil das eine ziemlich häufige gestellte Frage ist. Pitbike springt nicht an, was weiß ich. Erzählt ihm irgendjemand, ja, hier hast du schon Vergaser sauber gemacht. Und für den Fall, dass man jetzt keine Ahnung hat, was ein Vergaser ist, das ist das Teil, was dafür sorgt, dass Sprit, den man hier quasi reingelaufen lässt, in der richtigen Menge in den Motor kommt, um halt die möglichst perfekte Explosion hervorzurufen und dadurch eben einen Druck auf den Kolben auszuwirken. Natürlich kann man nicht einfach nur Sprit hier reingießen von Hand, weil dann wird das Ding einfach losgehen und du kannst es nicht kontrollieren. Das heißt, du hast hier einen Gasschieber drin. Wenn du hier das Gas drehst, ziehst du hier einen Schieber hoch. Den werden wir jetzt als allererstes mal ausschrauben. Die Benzinleitung habe ich schon abgemacht, das sollte kein Problem sein. Und wenn ihr den hier rausgezogen habt, das geht vielleicht nicht ganz einfach. Mal gucken. Der ist bei mir jetzt ziemlich fest verbaut. Hier ist er dran, den lassen wir jetzt einfach hier hängen. Als nächstes brauchen wir hier so eine 10er Nuss. In meinem Fall, also das ist, kann bei euch anders sein. Damit sind bei mir die, das ist bei Vergaser bei mir befestigt. Kann überall anders sein. Beim Pocketbike ist es ganz anders. Das ist aber im Grunde das gleiche Prinzip. Fürs Pocketbike gibt es schon viele Videos, wie man den Vergaser dann reinigt und so weiter. In diesem Fall ist es ein bisschen spezieller. Aufs Pitbike halt ausgelegt. Es gibt da verschiedene Vergasertypen. Das eine ist mal der 19er Vergaser, wie man den hier hat. Das ist auf vielen China-Bikes drauf, wenn man sie so kauft. Auf den 125ern und 110ern. Auch bei den Quads übrigens, da hast du häufig den gleichen Vergaser. Der einzige Unterschied dort ist dann, dass du meistens einen Kabelchoke hast und keinen Choke, den du hier von Hand machst. Ja, und ich würde sagen, wir schrauben jetzt mal die Schrauben raus und dann geht's weiter. Der Vergaser ist in dem Fall schon ausgebaut, die Benzinleitung habe ich halt wie gesagt schon abgemacht und ja, allein wenn man sich hier von außen anschaut, weiß man, dass der lange nicht gereinigt wurde. Und ja, was braucht ihr im Grunde zum Vergaser reinigen? Eigentlich nicht mehr als ein Schraubenzieher, beziehungsweise mehrere Schraubenziehere und eine Flasche Bremsenreiniger. Die Marke hier spielt keine Rolle, ich habe da kein Geld für, dass ihr jetzt nur wisst. Ich bestelle mir einfach mal den billigsten, kauft euch den billigsten, ist alles das gleiche. So, hier haben wir diesen Vergaser, wir werden jetzt mal rübergehen zur Werkbank und da werden wir ihn auseinandernehmen und reinigen. So, also, Vergaser ist jetzt hier auf meiner Werkbank, wenn man so nennen kann, ist es einfach ein Arbeitsplatz. Wir werden mal damit anfangen, den Luftfilter zu entfernen. Dazu schrauben wir den einfach mal ab. Also, du hast ja jetzt die Schlauchklemme, die löst du einfach, dass sie locker ist. Dann musst du gucken, es kann sein, dass er jetzt fester, weil er schon länger drauf sitzt, mit ein bisschen drehen und so weiter, sollte dann abgehen. Aber es ist kein großer Deal, den könnt ihr einfach dann sauber machen, indem ihr diesen, also in dem Fall ist es ein Schaumstofffilter, den zieht ihr ab. So, zack. Dann könnt ihr mit der Druckluft durchpusten oder einfach so. Oder einfach mal hier so den ausklopfen quasi. Und ja, das ist eigentlich ein bisschen selbsterklärend, wie man den reinigt, einfach durchpusten und fertig. Genau, in dem Fall müssen wir jetzt als nächstes mal hier den Vergaser aufschrauben. Könnt diesen Schlauch abmachen, könnt ihn auch dran lassen, das macht eigentlich jetzt nicht viel aus. Der Schlauch ist eigentlich nur dazu da, dass das Benzin rauslaufen kann, wenn euer Vergaser überlaufen soll. Um das zu vermeiden, soll man auch noch zukommen, wenn euer Vergaser überläuft, was das sein kann. Das ist eigentlich auch eben eine Einstellungssache und das ist auch nicht schwierig. Schrauben jetzt eben, wie gesagt, wir schrauben hier raus. So, jetzt können wir den aufmachen, da kommt dann hier auch schon Benzin raus. Und was wir jetzt hier sehen, ist der Schwimmer. Dann ist das hier der Schwimmerbolzen, der hält den quasi Schwimmer in Platz. Dann hast du hier das Nadelventil, die Hauptdüse und die Nebendüse. Die ist für den Leerlauf verantwortlich und die ist, wenn du Vollgas gibst, quasi verantwortlich. Genau, wir schrauben beide Düsen jetzt mal raus. Als erstes mal hier diesen Bolzen raus, dadurch kann man dann hier den Schwimmer rausnehmen. Hier sieht man das Nadelventil, das sorgt dafür, dass wenn euer Schwimmer eben, der sitzt im Benzin drin und schwimmt auch quasi auf dem Benzin, und wenn das einen bestimmten Stand erreicht hat, schließt dann dieses Ventil hier eben automatisch die Benzinzufuhr in den Vergaser, dass der nicht überläuft. Sollte er trotzdem überlaufen, dann heißt das, dass der Schwimmer verstellt ist, dazu kommen wir dann am Ende, wie man den einstellt.
Jetzt werden wir erstmal hier die Nebendüse rausschrauben. So. Und die Hauptdüse. Ist nicht ganz so einfach, manchmal sitzt sie fester. Am besten ist es, wenn ihr die gleich mit dem Sockel rausschraubt. Da habt ihr gleich beides raus. Ja, dann können wir den mal umdrehen, dass hier noch ein bisschen Sprit rauskommt. Im Grunde sieht dieser Vergaser an sich recht sauber aus. Könnte man sagen, ja, was willst du da sauber machen? Der ist ja von innen sauber und so weiter. Das ist aber nicht alles. Ja, als nächstes werden wir mal hier diese Schraube rausschrauben. Das ist die Standgasschraube. Die schrauben wir ganz raus. Ja, so schaut die aus. Das ist quasi, hier kann ich nicht viel sein. Die ist einfach nur dazu da, um den Gasschieber halt nach oben oder weniger nach oben zu schieben. Also da kannst du halt einstellen, wie weit er oben ist, wenn du gar kein Gas gibst, quasi wenn der Boden zu close ist. Das ist die das ist die Einstellschraube. Die hat man hier, dass man die nochmal sieht. Die hat man hier. Das ist jetzt, das gilt, das ist für den 22er und für den 19er, die sind eigentlich ziemlich ähnlich. Oder für 16er, die sind auch sehr ähnlich. Ja, quasi, das ist einfach auch nur eine Schraube, die sollte gucken, dass sie sauber ist. Die ist wie eine Art Ventil, die öffnet oder schließt halt einen bestimmten Kanal, den ihr habt. Jetzt gucken, hier ist noch so eine Feder drin, so eine kleine, dass die nicht verloren geht. Ja, und jetzt haben wir quasi den Vergaser komplett auseinander. Dass man jetzt noch abschrauben könnte, wäre der Choke. In unserem Fall ist es nicht wichtig. Was ich jetzt erstmal machen werde, ist diesen Vergaser von außen reinigen. Dazu brauchen wir diesen Bremsenreiniger halt. Und ja, das mache ich jetzt kurz. Kann man jetzt nicht, würde ich euch empfehlen, wenn ihr da das macht, keine technischen Geräte oder so in der Nähe, weil das Zeug spritzt, wenn ihr das macht. Und das zerstört euch eure Elektronik, ein Fingerabdrucksensor oder so. Sowas geht davon kaputt, das ist mir schon mal passiert bei einem Handy. Hatte ich mal Vergaser mit gereinigt, das Handy lag in der Nähe. Und da ist halt dann irgendwie der Bremsenreiniger draufgekommen, der hat danach nicht mehr funktioniert, der Fingerabdrucksensor. Also, Technikgeräte weg, geht irgendwo hin, wo ihr Platz habt, das gehe ich jetzt raus. Und dort sprüht ihr dann ordentlich ab und wischt ihn auch vielleicht ein bisschen mit dem Lappen oder so sauber. Wenn er von innen auch dreckig sein sollte, bei mir ist das jetzt nicht der Fall, von innen auch einfach sauber machen, bis es wieder halt gut aussieht. Und ja, das ist im Grunde das, was wir jetzt machen. So, da bin ich wieder. Der sieht jetzt schon wieder recht sauber aus, im Gegensatz zu davor. Ich habe den einfach mit Bremsenreiniger abgesprüht, ein bisschen abgerieben. Und ja, das denke ich mal, kann man wieder gut nehmen. Genau. Was ich jetzt auch noch gemacht habe, ist, was ihr auch machen solltet, wenn ihr das Gehäuse sauber macht, jeden Kanal, den ihr habt, das heißt hier diese beiden Kanäle, dann hier auch die Gewinde halt, überall einfach durchsprühen einmal, dass ihr dann eben wisst, dass ihr alles sauber habt. Was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, und zwar ihr habt auch noch dieses Teil hier, das sitzt hier unter der Hauptdüse, also ihr habt ja, die besteht ja quasi aus drei Teilen, ihr habt hier einmal dieses Rohr, sage ich jetzt mal. Da habt ihr so Löcher, da sind auf jeder Seite 5, das ist 25. Hier müsst ihr gucken, wenn ihr die gegen das Licht haltet, ob da wirklich alle hier, ob da alle jetzt hier frei sind. Also wenn ihr da einen weißen Punkt quasi durchseht, dann müsst ihr ein bisschen drehen hier, weil die müssen ja gegenüberstehen exakt. Und wenn die alle frei sind, dann habt ihr das schon mal. Das könnt ihr machen, indem ihr die Lampe haltet und da jetzt guckt. In diesem Fall sind wir alle frei. Trotzdem werde ich jetzt einfach mal zur Sicherheit nochmal hier durchpusten. Das könnt ihr machen, wenn ihr einen Kompressor habt, einen Kompressor, oder wenn ihr keinen habt, einfach mit dem Mund durchpusten, müsst ihr gucken, dass ihr eben es möglich nicht unbedingt runterschluckt, also da ist halt Benzin noch dran, ne? Genau, und einfach da durchpusten halt. So, das sollte schon reichen. Der war ja auch jetzt ziemlich sauber, wenn ihr merkt, dass es nicht sauber ist, könnt ihr versuchen, dann mit so einem ganz dünnen Draht oder so frei zu machen. In meinem Fall sind die jetzt komplett sauber. Dann könnt ihr jetzt auch noch schauen, wegen der Hauptdüse, ob die sauber ist, indem ihr das halt einfach dann so gegen das Licht haltet, dass ihr seht, ob die frei ist. In meinem Fall ist sie auch komplett sauber. Dann das gleiche bei der Nebendüse, die müsst ihr auch gegen das Licht halten. In meinem Fall ist die ziemlich verstopft. Die hat auch hier Löcher, da habt ihr hier mal ein Loch. Hier, dass man das sieht. Da habt ihr ein Loch, da habt ihr zwei Löcher. Und dann müsst ihr gucken, dass man das Loch, was hier ist, dass das ordentlich durchgängig ist. In meinem Fall ist es ziemlich verstopft, also da kann man ziemlich schlecht durchsehen. Sieht man nur einen ganz leichten Schimmer.
Das heißt, die muss jetzt durchgepustet werden. Wenn ihr das jetzt mit dem Mund nicht schafft, also ihr schafft es nicht durchzupusten, ihr habt auch keinen Kompressor, ihr könnt auch euren Bremsenreiniger nehmen und versuchen damit durchzusprühen, müsst ihr halt gucken, wie es klappt. So, ich habe da jetzt durchgepustet, jetzt schauen wir nochmal. Ja, jetzt sieht es nicht frei aus. Ich werde das jetzt trotzdem noch mit dem Bremsenreiniger machen zur Sicherheit, auch bei der Hauptdüse, denn das ist einfach der beste Weg. Das Teil solltet ihr auch gucken, dass das sauber ist. Ja, und das werde ich jetzt ganz einfach nochmal machen, diese beiden Düsen mit Bremsenreiniger reinigen und dann geht's weiter. So, die beiden Düsen sind jetzt auf jeden Fall sauber. Das Teil hier ist selten verdreckt, könnt ihr einfach mal durchpusten. Aber das ist auch ein sehr großes Loch hier, also das ist, wenn das verstopft ist, so solltet ihr euch Gedanken machen, was ihr gemacht habt, dass das verstopft. Ja, es kann halt daran liegen, dass das verstopft, wenn eure Benzin nicht wirklich sauber ist und ihr keinen richtigen Benzinfilter verbaut habt. Beim Pitbike ist der schon so verbaut, beim Pocketbike eben nicht. Beim Pitbike ist der schon halt im Tank drin. Beim Pocketbike halt nicht und deswegen sollt beim Pocketbike halt darauf achten, dass ihr den da habt, dass da einer drin ist. Genau. Ja. Als nächstes können wir eigentlich wieder anfangen, den Vergaser zusammenzubauen. Das ist eigentlich ganz einfach. Fangen jetzt mal hier mit den Düsen an. Nebendüse, schraubt ihr einfach rein, da gibt es eigentlich nichts zu beachten. Dann ja, die einfach mal schrauben. Nicht zu festziehen, einfach, wenn sie fest ist, ein ganz kleines bisschen noch fester machen. Dass sie halt fest ist eben, aber wirklich mit sehr viel Vorsicht müsst ihr da arbeiten. Bei der Hauptdüse gibt es schon was zu beachten, und zwar habt ihr ja dieses Teil, was eben da erst reinkommt, da gibt es zwei Seiten. Ihr habt einmal diese offenere Seite und ihr habt einmal diese Seite, wo dieses kleine Loch ist. In diesem Fall muss diese offene Seite nach unten, also quasi, was heißt nach unten, so dass die kleinere Seite nach unten ist. Quasi, werden wir dann sehen, ich bin mir da jetzt nicht zu 100%ig sicher, aber ich denke schon, weil wenn ihr jetzt mal guckt, ich zeige euch das nochmal, warum ich so ziemlich sicher bin, dass das so ist. Und zwar, ihr habt diese beiden Seiten. Wenn ihr jetzt guckt, das hier passt perfekt drauf. Auf der anderen Seite passt das gar nicht. Also da, ja, passt es nicht. Und das wird auch einfach nur so Sinn machen, weil die Nadel halt, die dann da drauf sitzt, quasi, dass dann, dass die dann richtig hier den Sprit regelt, wieder reinkommt. Genau. Das haben wir, dann schrauben wir die auch einfach fest. Das ist kein Problem eigentlich. So, den Schwimmer haben wir hier. Da müsst ihr gucken, dass euer Ventil hier richtig drauf ist, dass es nicht irgendwie komisch ist. Dann müsst ihr gucken, dass das hier nicht dreckig ist. Das wird auf keinen Fall Dreck drin sein. Das würde dazu führen, dass euer Vergaser nicht richtig schließt. Und das wollt ihr ja nicht, dass er dann ausläuft. Das ist eine ganz große Sauerei immer. Und deswegen kontrolliert sowas immer. Ich muss mich auch mal entschuldigen, es könnte sein, dass es ein bisschen Nebengeräusche gibt, weil das Wetter halt ziemlich schlecht ist. Genau. Jetzt werden wir einfach das mal hier reinmachen, diesen Bolzen. Und diesen Bolzen, wenn der hier drin ist. Zack. Dann geht's daran, den Schwimmer einzustellen. Und in meinem Fall ist das jetzt hier so ein Vergaser. Am besten ihr haltet den so, dass das, was hier drauf liegt. Und da müsst ihr jetzt gucken. Ihr stellt den quasi ein, das ist ein bisschen unterschiedlich immer, muss man ausprobieren. Ihr habt, wenn ihr den komplett gedrückt habt, also ihr habt so einen Bereich, wie der leicht zu drücken geht, aber schon zurückfedert. Und den drückt ihr halt bis Ende durch. Und dann schaut ihr an, wie das da ist, da soll das so ein bisschen schräg sein. Und ein bisschen davor müsst ihr es dann einstellen, dass es dann gerade ist. Also, ja, und wenn ihr dann so haltet, dann soll das so leicht schräg nach oben sein. Genau, und um das einzustellen, wenn ihr merkt, das ist falsch oder so, euer Vergaser läuft aus, entweder kann es sein, er bekommt keinen Sprit rein, dann ist er zu weit nach unten gebogen, heißt, schließt viel zu früh, dass der Sprit gar nicht erst reinläuft, oder es wird nach oben gebogen, dass es dann eben einfach ausläuft. Das solltet ihr auch kontrollieren, ihr habt ja hier so ein Ventil, warte, hier dieses Ventil, und wenn das rausgeschraubt ist, kommt da sowieso Sprit raus, das heißt, das solltet ihr erstmal gucken, ob das zu ist. Genau, das ist soweit alles, den könnt ihr halt damit einstellen. Müsst ihr halt ausprobieren, das ist ein bisschen unterschiedlich von Vergaser zu Vergaser. Genau, was wir jetzt machen werden, ist den Schwimmer. Den Schwimmer kann man installieren. Das ist eigentlich ganz einfach, da müsst ihr bloß gucken, dass dieser Überlaufstab hier, dass er nicht irgendwie sich mit dem Schwimmer verklemmt, dass ihr den da ordentlich drauf sitzt. Ihr könnt auch mal so machen, wenn ihr hier das Klappern hört, dann ist es richtig. Dann nehmen wir die beiden Schrauben. Die machen wir einfach wieder rein. Das ist kein Problem. Ja, die schrauben wir eben fest.
So. Hier könnt ihr auch nochmal kontrollieren, ob das klappert eben. Das sollte so leicht klappern. Das ist richtig. Genau, als nächstes werden wir einfach mal die Standgasschrauber einschrauben. Sie war jetzt ein bisschen zu groß, aber es ist egal, die ist ganz drin. Ja, und soweit habt ihr euren Vergaser gereinigt. Und jetzt kommen wir erstmal zum Installieren. So, zurück beim Bike. Wir haben jetzt den Vergaser hier. Jetzt gerade sehr windig, es kann sein, man hört das, ich weiß nicht. Ja, genau. Wie gehen wir voran, wenn wir installieren wollen? Erstmal müssen wir gucken, so rum kommt der ans Bike. Hier, so dran. Und da müssen wir jetzt erstmal den Gasschieber wieder reinmachen. Und ihr habt ja bei dem Vergaser hier in diesem Teil so diesen kleinen weißen Nüppel dort. Also das, der kann auch schwarz sein oder eine andere Farbe haben, bei mir ist halt weiß. Und da habt ihr hier diese im Schwimmer diese Linie quasi. Und auf der anderen Seite habt ihr diese Kerbe. Also ja, wie man es nennt, wie man es nennen will. Genau, so sieht das halt aus. Und diese Linie hier, diese durchgezogene, die muss auf jeden Fall Richtung Auspuff zeigen quasi. Und der Vergaser kommt dann hier so ran. Diese Linie muss halt mit diesem weißen Teil übereinstimmen. Das kann ich jetzt hier gerade schlecht mit einer Hand machen, aber ich versuche es jetzt einfach. Und das ist eigentlich nicht schwer. Ja. Und dann müsst ihr einfach gucken, dass ihr das reingeht, so ein bisschen hin und her drehen. Und wenn ihr die richtige Position habt, geht er dann ganz einfach runter. Hier von der Seite könnt ihr auch gucken, dass der so ganz unten ist. So sieht es aus, wenn der ganz unten ist. Und ja, dann schraubt ihr einfach hier oben die Kappe wieder drauf. Das geht jetzt hier auch mit einer Hand wieder, das mal sehr schlecht. Ja. Genau. So, es ist gerade ziemlich regnerisch, das ist gar nicht so schön. Genau. Ja, wenn ihr hier diesen Vergaser dann das Teil reingeschraubt habt, ist der nächste Schritt, den halt am Bike wieder zu befestigen, richtig. Da habt ihr diese Adapterplatte, die kommt quasi drauf. Es ist keine Adapterplatte, es ist einfach eine Zwischenplatte. Es geht auch ohne die, aber ich würde euch immer empfehlen, die dran zu haben, denn die sorgt dafür, dass euer Vergaser nicht warm wird, wenn ihr fahrt, weil das kann dann sein, wenn euer Vergaser warm wird, dass der Motor wird heiß, das leitet ja alles die Wärme. Das Einzige, was nicht leitet, ist halt diese Platte. Die ist einfach nur ein Wärmeschutz, dass der nicht warm wird, weil wenn der warm wird, dann wird jetzt eure Abstimmung verändert und im schlechtesten Fall fängt halt Benzin an zu kochen, das wollt ihr halt nicht. Und ja, es könnte halt auch anzufangen zu brennen. Deswegen, die muss auf jeden Fall dazwischen. Dann nehmen wir jetzt erstmal jetzt die beiden Schrauben. Die stecken wir jetzt einfach da durch. Eins und zwei. Dann nehmt ihr diese Platte. Die kommt jetzt dazwischen. Da ist eine Gummidichtung drin. Bei dem Vergaser, die war für uns nicht drin. Die habe ich wieder reingemacht. Da ist auch eine Gummidichtung drin. Die sollte auf jeden Fall da sein. Jetzt müsst ihr quasi einfach den Vergaser nehmen, hier dran machen und die Schrauben reindrehen. Das geht wieder nicht, wenn ich das filme. Ich habe halt, wie gesagt, gerade nur eine Hand. Und deswegen schraubt man es fest und dann geht's weiter. Hier solltet ihr wieder nicht zu fest gehen. Das Ganze ist Alu in dem Alugewinde in dem Vergaser. Es gibt auch andere Vergaser, die haben da kein Gewinde, da ist dann eine Mutter hinter. Da ist dann nicht so ein Problem, aber generell solltet ihr nicht so fest gehen, weil die Plastik. Platte kann auch dadurch kaputt gehen und ja, beim Alu-Vergaser könnte auch das Gewinde zerstören. Ja, genau, deswegen gar nicht zu fest gehen. Es reicht, wenn das ein bisschen fest ist. Als nächstes werden wir mal diese alte Benzinleitung, muss gucken, wie ich die abbekomme hier, einfach mal tauschen, denn die ist schon 2 Jahre alt. Die ist total hart, sollte man nicht unbedingt nochmal nehmen. Das heißt, die tausche ich jetzt und dann sehen wir uns wieder. So, hier haben wir jetzt eine neue Benzinleitung dran. Die könnt ihr eigentlich recht kurz halten, soll es nicht zu kurz machen, je nachdem. Jetzt können wir auch schon mal den Benzin, das Benzin aufmachen. Ich bevorzuge auch immer die durchsichtigen, denn da seht ihr auch, ob Benzin fließt. In meinem Fall sieht man jetzt hier Fließbenzin. Mein Tank sitzt ziemlich alle, deswegen ist es nicht so doll sichtbar. Fließt nicht viel. Werde ich gleich nochmal Sport auffüllen, bevor ich das dann versuche zu starten. Jetzt machen wir noch den Luftfilter drauf. Das Wichtigste, dass ihr den drauf habt, denn der beeinflusst auch die Abstimmung eures Motors und ihr solltet den nicht ohne Luftfilter abstimmen, denn dann müsst ihr neu abstimmen, wenn ihr Luftfilter drauf macht, dann läuft er nämlich dann zu fett und das ist ja nicht das Ziel. Deswegen bauen wir den jetzt dran und dann sehen wir es.
So, der nächste Schritt ist das Ganze jetzt einfach mal auszuprobieren. Wir werden es jetzt einfach mal anwerfen. Der Luftfilter habe ich dran. Genau. Damit habt ihr eigentlich jetzt schon den größten Teil geschafft. Vergaser ist gereinigt, angebaut. Jetzt kommt eigentlich nur noch das Einstellen. Das geht recht einfach. Kommt darauf an, ob eurer Vergaser schon eingestellt war oder ob ihr komplett anderen Vergaser dran baut. Wenn ihr einen komplett anderen dran baut, kann es dann durchaus ziemlich schwer werden. Aber in diesem Fall ist er davor gut gelaufen. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur was an der Gemischschraube und am Standgas einstellen. Die haben wir herausgeschraubt. Und dafür müssen wir es anwerfen. Gucken, ob es eben Standgas hält. Je nachdem, das Standgas anpassen. So, hier haben wir jetzt gemerkt, es geht aus, weil es kein Gas gibt. Das bedeutet, soweit erstmal das Standgas reinschrauben. Das machen wir jetzt erstmal eine halbe Umdrehung. Das heißt, wir schrauben es hier quasi 180 Grad drehen. Das heißt schon mal. Es bleibt jetzt erstmal an. Ich habe es gerade ausgeschaltet. Genau. Also merkt sicherlich, dass es sich noch nicht perfekt anhört. Und dafür haben wir jetzt diese die Gummischraube. Hier haben wir jetzt ja ganz reingeschraubt am Anfang. Und was wir jetzt machen ist, die mal 360 Grad rausdrehen. Also quasi eine Umdrehung. Genau. Und jetzt versuchen wir es einfach nochmal. Und wenn es jetzt läuft, müsst ihr einfach ein bisschen rumspielen, ein bisschen rein und raus drehen. Und dann schauen wir, ob es besser läuft. Das war zu weit draußen. Ich habe es jetzt noch ein bisschen rausgedreht. So, wie man hört, klingt ganz gut so. Ziel ist es bei der Einstellung der Gemischschraube, die höchste Standgasdrehzahl zu bekommen auf der jeweiligen Standgaseinstellung. Das könnt ihr auch nochmal ein bisschen besser machen. Ich werde es nochmal ein bisschen feiner machen, indem ich jetzt die Standgasschraube nochmal um 90 Grad drehe. Habe ich jetzt gemacht. Das Standgas ist nochmal ein Stück höher. Und da kann man das dann noch ein bisschen besser merken, dass die Veränderung der Gemischschraube, das heißt, das Ganze werde ich jetzt nochmal ein bisschen genauer einstellen. Und dann kommen wir dann noch zur Standgas. Die perfekte Gemischschraube-Einstellung gefunden. Das war jetzt wirklich eigentlich ziemlich einfach. Das gleiche werden wir jetzt noch machen. Ich drehe das mal kurz andersrum, dass man das noch ein bisschen sieht. Und jetzt müssen wir das Standgas einstellen. Dazu kriegen wir es halt nochmal an und dann drehen wir das so weit runter, wie es eben das Standgas noch hält gut, eben nicht ausgeht, aber jetzt auch nicht eben zu hoch ist. Darf nicht zu hoch sein. Ja, das Ganze läuft doch jetzt super. Jo. So. Das wäre alles getan. Das heißt, der Vergaser ist sauber, die Leitung wurde getauscht. Alles super jetzt am Vergaser. War nicht schwer. Könnt ihr ganz einfach nachmachen. Das dauert zwar ein bisschen Zeit so. Ich habe jetzt
circa eine halbe Stunde gebraucht. Das lag jetzt auch daran, weil ich halt filmen musste und so, sonst brauche ich dafür 10 Minuten oder so. Also es ist wirklich nicht viel Zeit, die da in Anspruch genommen wird. Sehr einfach zu machen und es macht sehr viel aus. Es ist immer so, dass wenn der Motor noch kalt ist, vor allem dann, und auch wenn er warm ist, dass ihr, wenn ihr jetzt quasi von gar kein Gas auf so macht, dass es da meistens dann abwirkt. Also das ist ziemlich schwierig bei einem Vergaser gesteuerten Motor, das hinzubekommen, dass der dann wirklich sofort direkt das annimmt. Aber wenn man, was weiß ich, so macht, sollte es dann eben vorangehen und nicht irgendwie rumwirken oder so. Genau. Das war's von dem Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Ihr könnt mir auch auf Insta folgen, das steht hier in der Ecke. Und jo, das wär's dann soweit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.